Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Ich bin mir sicher, ich hatte mir in der letzten Aufnahme auch für diese Aufnahme was vorgenommen. Das habe ich wie immer vergessen. Also bauen wir die Forschung aus. Dazu brauchen wir auf der Linie mehr Forschungspakete. Und Forschungspakete liefern wir durch Nachfragekisten. Und dann source ich da mal eine ganz fette Industrie raus. Könnte ich ihn schon mal einstellen. So. Das. Oh, eigentlich ist er. Können wir da ruhig. Können ruhig alle rein. Da mache ich die Zahl mal hoch. Ich stelle mal auch direkt alle rein, so dass wir wissen, egal wo wir das jetzt hin outsourcen. Ah, die Powerrüstung ist fertig. Und als nächstes wollten wir, ne, nicht Laboreffizienz, sondern eine Energiequelle für unsere. Na, wo ist es? Oder war die schon dabei und ich habe es jetzt gerade vergessen? Nur ja, anscheinend. Tragbares Solarmodul, gut. Für unsere Rüstung bauen, damit wir da die Sachen mal ein bisschen benutzen können. So, und dann bauen wir am besten ganz nochmal von vorne hier alles auf. Woher können wir das hier vielleicht jetzt beschleunigen? Also theoretisch können wir zumindest schon mal da was beschleunigen, indem wir Module reintun. Ich baue mal meine beiden Lieblingsmodule inzwischen und hau die da gleich rein. Warum ist hier die Kiste? Achso, das ist eine Schrottkiste. Dum, 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 da rein. Oh, da liegt alles eigentlich ziemlich gut auf Vorrat, was wir hier brauchen. Da können wir glatt einfach eine zweite Maschine hinsetzen, denke ich. Das sollte gar kein Problem sein. Das passt ganz gut, super. Ja, das finde ich echt gut. Habe ich erwähnt, dass mir das gefällt? Das macht es echt einfach, das ein bisschen zu beschleunigen. So. Wir wollen natürlich trotzdem da noch ein bisschen nachhelfen. Gerade die Kleinen brauchen wir, glaube ich, auch. Noch eine Menge, wenn ich hier mal so durchgucke. Eher seltener die. Ups. Und die Kisten tauschen tue ich auch mal. Wobei hier dann eher eine Nachfragekiste. So, dass man hier dann einstellen kann, ey, bitte Stahlträger auf 100, oder oh, da sind aber echt viele drin, da nehme ich mal ein Stack raus. Auf 100 halten. Davon haben wir auch da sehr viel. Achso, ja gut, das wird ja jetzt demnächst weniger. Einzige, was wir noch gebrauchen können, wären intelligente Knickarmroboter. Die sind an der Grenze. Raketen. Ja, 100 sind so. Hui, das ging jetzt aber fix, dann tun wir den Fusionsreaktor direkt hinterher schieben. Und dann nehmen wir hier noch die Roboter rein. Aber übertreiben nicht so. Nicht, dass die jetzt hier ständig gleich anfangen rumzufliegen für alles. Na, wo tun wir denn 20? 20 ist eigentlich eine gute Zahl, ne? Was auf Vorrat? Im Grunde braucht man ja nicht so viel. So, okay. Da würde ich sagen, um das da zu füllen, brauchen wir als allererstes dann. Lohnt sich das, da ein schnelles reinzutun? Die lagern das auch auf Vorrat, ne? Ja, genau. So, das und das. Der hat noch keinen Strom. Kann ich den nicht jetzt aus? Ja, genau. Ah, ne, kann ich nicht. Schade. Aber so könnte ich das machen. So, dann könnte ich da noch einen Akkumulator hinsetzen. Dann ist der Platz nicht ganz so vergeudet. So, und du baust mir bitte auch diese Wissenschaftspakete. Ach komm, ich tue da doch mal einen schnellen. Das sieht schon so langsam aus. Ja, raus braucht man nicht. Genau, dafür tauschen wir die beiden Rausroboter. Ging langsam. So, das läuft. Jetzt müsste ich das da noch in eine. Warum ist da eigentlich Kohle drin? Das müsste noch eine Angebotskiste sein, nur für den Fall.
Dann wird da ein bisschen abtransportiert. Hier reingeliefert und dann läuft es nochmal neu durch die Reihe. Die Labore, die reichen. Die sind so gut wie nie ausgelastet bei uns. Das kann so bleiben. So, dann müssten wir mal gucken, ob wir nicht hinkriegen, noch vielleicht mehr intelligente Dinger zu kriegen. Oder ein Harpaz an grünen Schaltkreisen. Und hier an allem, was nicht reingesteckt wird. Dann mache ich da vielleicht das auch nochmal ein bisschen anders. Lass es nicht direkt da rausnehmen. Sind die Intelligenten, sind die priorisiert? Oder da müsste doch drin sein, was da dran ist, ne? Grün? Ah, die werden nicht rausgeholt, weil hier die Grünen fehlen. Alles klar. Zu spät gesehen. Oder halt gar nicht gesehen. Gut, dann können wir das hier wieder aufbauen. Gut, dass ich gar nicht mehr weiß. So, was landet da? Warum ist da überall Kohle drin? Wir haben einen Kohlegeist. So, Kupfer brauchen wir eigentlich nicht da drin, ne? Nehme ich das auch mal raus. Hier wollten wir raus und der wird da sowieso nicht reingehören, nämlich Kupfer. Zahnräder haben wir, glaube ich, auch massig Überfluss gehabt, aber gerade geht's. Und hier nach oben brauchen wir da nochmal Stahlplatten und grüne Dinger und sonst eigentlich nichts. Gut, hier läuft auch, ne? Also der Knackpunkt sind immer die Grünen zurzeit. Also da würde ich jetzt dann erstmal ausbauen. Und dann können wir sagen, hey, da brauchen wir mehr von. Also von den intelligenten Robotern. Ist die Frage, ob da noch, ob da das hinhaut, wenn ich da jetzt sag, ey, ich muss mal nicht so oft ey sagen. Das ausreicht an normalen Knickarm-Roboter. Hier sind immer zwei drin. Und hier sind eigentlich auch immer welche drin. Wobei, die sind dann schon knapp immer weg. Müsste man ausprobieren. Weil wenn das läuft, dann sind es ja auch eigentlich genug. Na, das machen wir einfach nochmal. Sehr schnell gemacht. Waren alles drei Zutaten, wenn ich das richtig gesehen habe. Drei, drei, drei und drei. Wobei die großen brauchen wir nicht, aber egal. Dann bauen wir hier nochmal ein kleines Fabrikchen. Das Ding ist voll, gut. Mal immer mal eben ab und zu kontrollieren und ein paar neue Roboter setzen. Wobei ich glaube ich jetzt auch langsam nochmal dran denken muss, einen neuen Hangar zu bauen. Damit die genug Anflugpunkte haben. Da habe ich nämlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie viel die überhaupt so verkraften können. Ja, ich lasse mich da nochmal beliefern. Mit Zahnrädern. Und mit erweiterten Stromkreisen. Davon müssten wir mittlerweile auch einige haben. Und dann wollte ich mal gerne gucken, wie viel Grüne wir haben. Grüne sind immer noch knapp. Gut, dann fangen wir damit an. Also, Grüne werden ganz einfach produziert aus Kabeln und Kupferplatten. Kabel haben wir, glaube ich, auf Vorrat 2,7k, Stahlplatten 11k, das heißt, da brauchen wir gar nicht viel machen. Nehmen wir eine Nachfragekiste. Zwei kleine Fabriken, da haben wir nur noch eine von. Da müssen wir nochmal eine machen. Eine dahin. Und also mitten im Feld ist vielleicht unpraktisch. Ich halte mich mal erstmal an den Rand. Noch eine Nachfragekiste. Nach da und nach. Och, ich habe auch keine Gelbies mehr. Gelbies, hm? Interessanter Name für Knickarmroboter. Wobei Knickarmroboter klingt an sich ja auch schon lustig. Wo wir gerade bei lustigen Knickarmroboter sind, warum habe ich eigentlich keine Anbieterkisten in der Tasche?
Da hätte ich gerne mal welche. Da müssten wir inzwischen auch ein paar auf Lager haben. Wenn auch nur vier. Was wohl kurios ist, denn ich meine, ich hatte das hier stillgelegt. Da müssten also. Ah, okay. Dasselbe Problem. Die Grünen fehlen. Ne? Einige behaupten ja, hier sind sie zu viel, aber bei uns fehlen sie immer. So. Allerdings kann ich das teilweise schon ganz gut verstehen. Und dass die Spritpreise teuer werden, da können die Grünen wohl auch nicht so viel für. Als mangelnde Ressource, die weniger wird, ist das eigentlich ein ganz normaler Prozess. Und das wird wohl auch sich nicht mehr ändern. Aber bald haben wir tragbare Solarmodule, dann können wir damit auch Auto fahren. Oder Powerrüstung betreiben. Ich wollte bauen grüne Schaltkreise. Nochmal grüne Schaltkreise. Dazu brauchen wir Stahlplatten. Zack. 20 und Kabels mit Z. Auch 20. Und dann braucht das Ding hier noch Strom. Können wir auch noch mal ein paar. Die mache ich jetzt auch mal irgendwo automatisch, glaube ich. Braucht man dafür? Da Kupferplatten, Stahlträger, Kupferplatten. Ja, Stahlträger. Wenig. Wir haben wenig Stahlträger eigentlich. Obwohl dahin so viele rumfliegen. Das wollte ich sowieso, glaube ich, nochmal erweitern. Da muss ich mal eben einen Überblick verschaffen, wie viel da liegt. Wie viel sich da jetzt noch ansammelt. Nein, ich habe eine Kistenwand gebaut. Die blockiert mich. Die Kohlewand immer noch voll. Läuft das da eigentlich noch? So, sieht gut aus. Die Auslastung steigt nur gerade extrem. Ich muss unbedingt hier nochmal für mehr Strom sorgen. Falsche Kiste. Wo sind wir denn? Da. Sind echt viel zu viele. Eventuell noch mal ab und zu. Hier könnte ich jetzt mal mit Datenkabel arbeiten. Ich glaube, das mache ich auch. Die da rein. Ach, stopp. Nicht alles. Wir brauchen natürlich die. Und grünes haben wir noch. Zack, das da rein. Ey, so nicht. Stopp! Er hat's nicht verstanden. Nur das. Und nur wenn das größer als 200 ist. Moment. Ist das jetzt die Stoppbedingung? Ich hoffe es. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt räumt er uns erstmal hier die Bude leer. Und da mache ich dann auch noch mal zwei Modülchen dafür. Hier sind unsere Lager. Könnte ich mal eben rausnehmen, was wir so brauchen könnten. Also alles an Flieger und Kisten, was wir nicht haben. Ja, die Kohle lagern ist auch so eine Sache. Das verschwendet schon fast zu viel Platz. Ich glaube, ich gehe mal eben hin und mache das Ding automatisch. Ich schmeiße hier noch mal einen Blick rein. Bemerke, dass ich wieder die falsche Kiste habe und schmeiß dann hier nochmal einen Blick rein. Boah, da sind noch 500 drin, das dauert noch. Müssen wir gleich drauf achten. Ja, ganz genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Stimmt. Ich wollte mal ein paar Lagerkisten bauen, damit wir da in Zukunft keine Probleme kriegen. Rezept ist ja das gleiche. Läuft das hier unten jetzt? Nein, da fehlen die Ressourcen noch. Macht aber nichts, die können wir per Hand nachliefern. Ein Kupferkabel. Wir sind Helden für die Maschinen hier. So, mach mal ein paar. Einfach damit das hier ein bisschen voll ist.
So, was sagt unsere Lieferung? Wir können einen bauen, schön. Das machen wir doch. Erweitern wir unser Netzwerk. Aber ich echt überlege, da einfach nur einen zwischenzusetzen. Also hier, wo jetzt so viel zu tun ist, hier unten vielleicht hin. Einfach nur, ne, damit das besser funktioniert. Aber Granaten brauchen wir nicht jetzt gerade. Tragbares Solarmodul. Da brauchen wir 5 Solarmodule für. Die können wir uns auch liefern lassen. Da müssten wir inzwischen auch einiges auf Vorrat haben. Die würde ich sowieso ja gleich setzen. Hätte ich auch mal eben hier reingucken können. Ah ne, da sind sie. Ach, jetzt haben sie direkt wieder Abkurs gebracht. Sehr schön. So. So, kontrollieren wir hier nochmal. Das Ding arbeitet noch. Gut, jetzt nicht mehr, hoffe ich. Wie sieht es sonst aus mit den Ressourcen? Raketen haben wir. Also das ist das Einzige, was knapp wird. Aber das hoffe ich, ergibt sich dann jetzt auch, wenn wir die Dinger da haben. Habe ich die Kisten eingestellt? Ja. Die auch. Da brauchen wir aber doch noch. Ah ne, stimmt. Der Rest kommt von da. Da brauchen wir auch Stahlplatten. Ne, keine Schmelzöfen. Stahlplatten. Obwohl er eigentlich genug immer ankommen. Die räumt der jetzt aber alle direkt nach da. Dann machen wir da dasselbe nochmal. Zack. Ich habe die hier schon verbunden gehabt. Welche ist denn da verbunden? Ach, die Kiste ist mit noch verbunden. Die haben wir noch nicht neu gemacht. Nur wenn da unter 200 drin sind. Okay, ich nehme mal hier welche raus. Jetzt packt er so um. Und jetzt hört er nicht auf. Irgendwie kapiere ich die Dinge einmal noch nicht. Ah, das ist echt eine Wissenschaft für sich. So. Das Ding noch dran. Nein, jetzt lass mich. Ich kann es nicht anklicken. Zu viele Roboter. So, probiere ich das jetzt nochmal aus. 200 ist aber auch extrem. Wenn es unter 200 ist und da. Zwischen 100 und 200 ist. Sind da wahrscheinlich wieder keine drin, ne? Ja, doch. Da wären genug drin jetzt. So. Ich hoffe mal. Ach, es war noch über 300. Dann vielleicht doch so. Und wir nehmen noch mal. Nee. Jetzt müsste es arbeiten. Gut. Alles klar. Solarmodul ist fertig. Ziehen wir das mal direkt an. Alles auch nur ein Feld groß. Das ist ja praktisch. Machen wir da wohl noch eins von. Reicht auch noch nicht ganz. Und das heißt ja wahrscheinlich auch, ah, die Batterie, die brauche ich auch noch. Da. Ja, nicht schlecht. Die müssen wir gleich eben machen. Machen wir aber erst das eine fertig. So, die grünen Dinger werden jetzt produziert. Da müssten jetzt ja mittlerweile noch einige da sein. Ist immer noch aber wenig. Wahrscheinlich, weil das hier so schwer beliefert wird. Ist wahrscheinlich doch nicht so die Beste, die alles direkt eine ganz in der Ecke zu bauen. Ob das System intelligent genug ist, die Sachen so zu lagern, dass es das. Oh ne, ich wollte das Lager nicht trennen. Da kommt, ne, beim Lager kann man auch nichts einstellen. Ja gut, dann müssen wir das mal eben. Oder ich könnte hier einfach den nächsten Hangar hinsetzen. Dann können die auch laden. Dann sind die ja ein bisschen zentrierter. Ich wollte ja sowieso jetzt ein paar bauen.
Obwohl, hier ist eigentlich zu wenig los. Da würde ich eher schon fast hier in der Mitte noch. Hier hätte ich das bauen sollen. Und ja, da decken wir hier noch ein bisschen was ab. So, als Aufladestation. Wenn ich hier einen Weg durchfinde. So, hier so zwischendurch. So, bauen wir gleich noch einen für da oben und da hinten. Und ich glaube, das mit den Grünen, das baue ich dann doch mal etwas zentraler hier so hin. Ist da, glaube ich, doch jetzt doch etwas weit vom Schuss. Oder ich müsste hier generell mehr bauen, damit hier ein bisschen mehr los ist, robotertechnisch. So, kommt ihr nochmal mit. Das war nicht so gut durchdacht. Am besten wäre natürlich von den Dingern aus. Also von den Fabriken direkt auszubauen. Da müsste ich vielleicht ja noch nicht mal eine extra Kiste für bauen. Ist zwar nicht ganz so schön wie gerade, aber immerhin sparen wir uns da die zwei Kisten und somit haben wir weniger Anflugspunkte. Das entartet hier sowieso. So, ja. Ich baue das hier nochmal auf, verabschiede mich aber für diese Runde und sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbock.